Hi, euer Pit von Grün Chill Barbecue und Lifestyle. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's Schweinebrust in Streifen geschnitten, schön gesmoked und mit einer fruchtigen Glaze geglazed. Ihr kennt die Glaze vielleicht schon vom letzten Video. Ansonsten verlinke ich es euch zum Schluss rein. Müsst ihr unbedingt testen, wird fantastisch. Ich habe hier wunderbare Stückchen hier. Die werden mit Fleur de Sel gesalzen. Dürft ihr richtig gut einsalzen. Der Rest wird weggeschwemmt sozusagen vom Fleisch. Und der Geschmack der Kräuter, die da drin sind, bleibt natürlich dran. Von beiden Seiten wird das gemacht. Ein bisschen andrücken. Und alles schön salzen. Das geht nachher in Kamado Joe rein. Könnt ihr natürlich in jedem anderen Grill auch machen. Einfach ein indirektes Setup. Die schön auf Temperatur ziehen, räuchern, guten Rauchgeschmack ranbringen. Und dann wird das Ganze nochmal ein bisschen erhitzt, dass es eine gute Kruste gibt. Und dann geglazed. Vorbereitungen sind schon fertig. Dann geht's ab an den Grill. Den Grill habe ich schon mal vorgeheizt. Ich habe hier Wood Chunks. Das sind Fässer von Whiskyfässer. Geben ein super Aroma. Könnt ihr aber auch jedes fruchtige Holz nehmen. Das passt immer perfekt. Die geben wir schön rein hier. Dann machen wir uns ein indirektes Setup. Deflektor rein. Und dann legen wir die schönen Stücke schön mittig auf. Fängt schon an zu rauchen, perfekt. Und dann lassen wir die schön mit Rauch ziehen. Ich würde sagen 120. Sprachenlernen Bubble. 120 Grad mal 20 Minuten räuchern. Bei einem indirekten Setup. Nach 20 Minuten schauen wir mal rein. Die haben richtig schön Rauch gezogen, saftig, sehen fantastisch aus. Das Salz hat sich gut eingewirkt. Der Saft trieft und tropft. Ja, sensationell. Mega. Bauen wir hier noch das Setup um. Wir waren hier auf indirekt zum Räuchern. Jetzt bauen wir das auf ein direktes Setup um. Blut ist da und ich bleibe hier auf der obersten Schiene, also relativ weit weg vom Feuer. Es könnte da mit dem Fett natürlich Feuer einen richtigen Brand geben. Einfach mit der Luftzufuhr arbeiten. Die Luftzufuhr schließen und dann habt ihr auch so schnell wie möglich kein Feuer mehr drin und dann sollte das passen. Jetzt legen wir die guten Stücke auf, direkt auf der Glut, auf der höchsten Stufe und geben denen mal ein bisschen Farbe. Knuspern die sozusagen ein wenig an, weil Bacon darf ruhig auch ein bisschen kross sein. Und da nicht zu lange warten, immer mal wieder schauen, die guten Stücke drehen, dann wird das auch lecker und nicht schwarz. Falls ihr einen Fettbrand habt, einfach die Luftzufuhr oben und unten zumachen.
Wir haben jetzt eine perfekte Farbe. Jetzt wird geglazed. Hier das Mirabellenglaze, das ich im letzten Video gemacht habe. Streichen wir von beiden Seiten schön ein. Legen die guten Stücke außen rum. Und glazen die schönen Stücke schön ein. Das gibt einen herrlichen sommerlichen Geschmack. Fruchtig, würzig, wie das sein muss. So eine Glaze ist richtig schnell gemacht und schmeckt unglaublich lecker. Möchte, könntet ihr auch hier noch ein indirektes Setup wieder umbauen. Aber die dürfen ruhig ein bisschen Farbe ziehen. Beide Seiten gut einpinseln mit der leckeren Glaze. Und das wird unglaublich lecker. Den Rest könnt ihr einen Monat sicher in Kühlschrank lagern. In einem Glas, das ihr mit Deckel zumacht und dann ist das perfekt. Jetzt lasse ich die noch mal 3-4 Minuten ein bisschen ziehen, dass die Glaze ein bisschen anzieht und die Luftzufuhr oben und unten mache ich zu, dass nicht mehr ein Höllenfeuer darin wirkt. Bis gleich. 4-5 Minuten später haben wir es geschafft. Die sehen fantastisch aus. Nehmen wir raus und dann wird gekostet. So sehen die guten Stücke aus. Jetzt wird gekostet. Einen guten Appetit. Knorpel. Super fruchtig, pikant. Hat was, ja, wer Rippchen liebt, wird die Rinderbrust streifen, Schweine. Nein. Sprachenlernen Bubble. Wer Rippchen liebt, wird diese Schweine. Ja, shit. Ja, Freunde, Sturm ist angesagt. Wer Rippchen liebt, wird diese Schweinebrust streifen auch lieben. Sensationell pikant und super fruchtig. Kann ich euch nur empfehlen, geht schnell, mega. Ja Freunde, wie immer würde ich mich freuen über ein Däumchen, Däumchen werden träumchen. Ansonsten ballert die Kommentare voll, was haltet ihr von dem leckeren Gericht. Die Soße verlinke ich euch, ansonsten Däumchen werden träumchen, Abo nicht vergessen, Shop reinschauen, 2 weitere Folgen. Und bis zum nächsten Mal bei Grün Chill Barbecue Lifestyle, euer Pete, see ya! Mmh.